Ich bin nicht sicher, dass wir innerhalb einer überschaubaren Zeit allein von Paid-Content-Inhalten werden leben können. Ich bin nicht sicher. Also, um mal das Trennende hier auf dem Podium jetzt auch mal fröhlich zu beschreiben. Ich bin nicht sicher. Deshalb sage ich immer auch mal, ein bisheriges Geschäftsmodell ist ein Mischfinanzierungsmodell aus Werbung, weil ich relevante Zielgruppen erreiche, und Bezahlinhalte. Ja, das ist zukünftig auch so. Ich muss nicht alles nur Paid-Content haben. Es kann sehr wohl so sein, dass ich bestimmte Dinge eben auch anders werbefinanziert habe. Aber ein Unterschied auch, lassen wir jedem nochmal sagen, bevor ich dann auch noch was zu den Veranstaltungen die ganze Zeit, aber ich muss da mal hingucken müssen. Ich habe jetzt nochmal gedacht, wenn ich permanent auf Socialism gucke, kriege ich als Liberaler. Aber also egal. Um die Unterschiede auch zu beschreiben, ja. Philipp Welte hat gesagt, für ihn ist Content nicht mehr Kind, sondern der Consumer. Da sage ich mal, nee, sorry, meine Haltung ist eine andere. Für mich bleibt der Inhalt, gerade in einer Welt, in der so wahnsinnig viele Inhalte schaffen können, bleibt der exklusive Inhalt wirklich King. Und dass der Consumer dabei eine irre Rolle spielt, indem man nämlich sagt, was er eigentlich will, das mit Verlaub hatte schon Henry Nann für sich in Anspruch genommen, als er den ursprünglichen Stern nicht für irgendwelche abgehobenen Intellektuellen, sondern für Lieschen Müller konzipiert hat. Erstmal muss die Kirche voll sein, damit man predigen darf. Also alles nichts Neues, trotzdem, glaube ich, da unterscheiden wir uns an einigen Stellen doch gewaltig. Und die Entwicklungen gehen ein Stückchen, vielleicht ein Stückchen langsamer, als man sie permanent irgendwo in dem Raum arbeitet. Wir alle drei versuchen, alles klar zu machen. Ja? Diese ganzen Brotredereien sind genauso Quatsch, die permanent nur auf Neues zu setzen. Aber das Neue müssen wir entwickeln. Forschung und Entwicklung ist da erforderlich. Wer wollte denn heute als Medienunternehmer, als Verleger sagen, für mich spielt iPad keine Rolle? Das ist selbstverständlich, das ist eine riesen Chance, eine tolle Möglichkeit. Wir werden in 2011 wahnsinnig viele neue Sachen auf dem iPad erleben. Und zwar auch journalistisch hochinteressante Formen. Und doch wird es für sich noch immer kein Business sein. Soll man dann nächstes Jahr hier stehen und sagen, oh Gott, das hat sich nicht gefühlt, das ist noch kein Business. Nein, es wird eine ganze Weile lang dauern. Und ich rate zu einem Stückchen mehr Gelassenheit und nicht diesen Zickzack hin und her und heute hier. Apps müssen bezahlt werden. Sind Sie da eindeutig oder sagen Sie, in der Grundhaltung sind wir ganz in der Nähe. Ja? Da, wo die Exklusivität des Inhalts, da, wo die Relevanz des Inhalts für den Konsumenten wirklich so ist, dass er das haben will, da sollte er auch dafür was ausgeben müssen. Natürlich ist es richtig. Auf der anderen Seite frage ich mal, ob auf dem iPad nun gerade die Bild-App die erste richtige Applikation für diese ausgestattete Lesung wo es sich um ein Gerät handelt, das für 799 Euro mit einer Flatrate von 25 Euro sicherlich hauptsächlich genau diese Zielgruppe der bisherigen Bildleserschaft anspricht. Also, wer jetzt da den super Erfolg gerade an der Stelle mit Paid-Content hat, würde man sagen, hätte ich vielleicht anders versucht. Aber versuchen wir ja auch eben alle anders, ist ja auch das Schöne, jeder mit seinem Weg. Und Ich bin froh, Bernd, dass du nicht für die Bildmarke verantwortlich bist. Aber ich sehe schon ganz anders aus, um Gottes Willen. Aber eins ist für uns die Regel ganz simpel. Für das, was wir in Papier vom Geld verlangen, wollen wir auch in App vom Geld verlangen. Und die Verleger, die sich nicht trauen, für ihre Printmarken auf den Tablet-PCs für ähnliche Inhalte oder sogar bessere Inhalte Geld zu verlangen. Wir haben kein Zutrauen in die Qualität ihrer Inhalte und ihrer Marke. Ich bin erstaunt zur Kenntnis, dass der Axel Springer ja. Ab morgen alle Anzeigenblätter, die er deutschlandweit betreibt, nur noch gegen Endgeld verlangt. Ja. Viel Spaß. Herr Wendt, jetzt müssen Sie das war gemeint ja vorher mit den Bernd, du wärst der Einzige, der für unsere Anzeigenblätter im Print bezahlt. Vielleicht liegt das jetzt. Also das hier ist einfach immer so viel Testosteron wieder Luft. Also Bruno und ja kann auch kleine Auflagen, deshalb bin ich auch zufrieden, dass die, wenn die mit Chef von dem, was hast du vorgesagt, mit irgendwas muss eine schwarze, schreibt eine schwarze Note online für die Eltern, da sind die schon zufrieden mit. Ich finde es gut. Aber grundsätzlich die Frage, mein
ein Verleger, der guckt natürlich nicht nach den Umsätzen, sondern der guckt nach den Ergebnissen. Und der möchte von mir nicht, dass ich sage, so und so viel Prozent unserer Umsätze kommen da und daher, sondern sagt, wo machst du eigentlich dann, wo kommt eigentlich dann das Ergebnis her, das dem Unternehmen die Möglichkeit gibt, in neue Märkte zu investieren. Ganz interessante Zahl, wir haben eine Studie gemacht mit Boost zusammen über das Marktvolumen des ganzen Online-Werbemarktes oder des gesamten Online-Marktes in Deutschland für das Jahr 2015. Prognostiziertes Volumen, was schätze ich? Schließlich blamieren. Ne? 36 Milliarden Euro gesamtes Volumen des Online-Marktes im Jahr 2015 in Deutschland. 36 Milliarden, Publikumszahl auf die 4 Milliarden. Was sind das aber für Quellen, aus denen das Geld kommt? Das sind 24 Milliarden allein E-Commerce. Warum sollten wir nicht versuchen, an diesen 24 Milliarden Markt anzugehen? Geschätztes Volumen, Display im Jahr 2015, Display-Werbung, also aus Deutschland ohne Performance, 1,3 Milliarden. 1,3 Milliarden, also das ist der Teil des digitalen Marktes, der relativ nah an unserem klassischen Werbegeschäft ist. Geschätztes Volumen, Paid-Content, gesamte Paid-Content-Erlöse geschätzt im Jahr 2015, gute Chance, 230 Millionen. Ich habe Ihnen 230 Millionen Gesamtvolumen geschätzt, Paid-Content im Jahr 2015 in Deutschland. Paid-Content, so, ich habe Ihnen vorher gesagt, was die Deutschen pro Monat dafür ausgeben, Zeitschriften zu kaufen. Das waren über 280 Millionen pro Monat. So, jetzt kann ich natürlich meinem Verleger sagen, guck mal, wir machen jetzt ganz super Paid-Content und dann wir geben uns auch einen sehr großen digitalen Touch in unserem Verlagsgeschäft. Nein, wir haben gesagt, wir trennen das. Wir schauen, es gibt einen großen Bereich, einen sehr schnell wachsenden Bereich des Konzerns, der eben sich auf die digitalen Märkte spezialisiert und der eben heute tatsächlich fast 30% der Umsätze des Konzerns in Feldern erlöst, die überhaupt nichts mit dem Verlagsgeschäft zu tun hat. Und der Verlag schaut einfach, dass das, was er kann, nämlich Zeitschriften machen, die Zeitschriften vertreiben, die Zeitschriften vermarkten und exzellente Produkte herzustellen, das guckt er einfach, dass er das besser hinkriegt als in der Vergangenheit und somit einfach die Kriegskasse immer voll ist und der Verleger auch genug Firepower hat, um irgendwann mal irgendwas zu kaufen, wenn es ihm in den digitalen Märkten vor der Nase rumläuft. Das ist unsere Strategie. Wir gönnen uns den Luxus, die ganzen Märkte etwas differenzierter zu betrachten und nicht mit großer Euphorie jeder Welle. Das haben Sie schon richtig gesagt, wir rennen immer völlig euphorisch irgendwelchen Wellen hinterher. Die wenigsten von uns wissen, was Euphorie wirklich ist. Sie wissen, Euphorie, das ist dieser Glückszustand, der beim Menschen unmittelbar vorm Ableben eintritt. Das nennt man Euphorie und deshalb wir verzichten auf die Euphorie. Wir müssen jetzt aufhören. Wir müssen 57 machen wir das noch als letzte Frage. Ja, dann glaube ich, kommen noch 20 Fragen. Dann noch ganz kurz das Thema Online. Ob man die Konsequenzen daraus ziehen muss, dass die meisten Auftritte im Internet mit autonomen.de ziemlich defizitär sind. Werden wir im Jahr 2011 massive oder auch nicht massive Schritte sehen, dass man bestimmte redaktionelle Angebote im Internet ein bisschen streamlined? Finden wir wahrscheinlich nicht, wenn auch Axel Springer. Wie sehen Sie das? Gibt es im Internet jetzt auch, man erkennt, die ganz großen Umsätze sind bei Vereinigung und Bank, aber bei DE nicht da. Also die werbefinanzierten Redaktions-Omnisites, die großen erfolgreichen, haben ein sensationelles Jahr hinter sich und sind natürlich noch in der Wachstumskurve. Ich will mich jetzt nicht dort am Wettstreit der profitabelsten Webseite beteiligen, weil das wäre ein unfaires Rennen. Ich glaube schon, dass langfristig es für uns eine ganz große Herausforderung wird, diese Mischwelt zwischen der freien und der Bezahlwelt im Internet, richtig für die digitale Welt, richtig zu etablieren. Und das ist für mich die große Herausforderung, deshalb habe ich das auch in meinem Vortrag in die Überschrift gesetzt, die Etablierung
von Bezahlinhalten in der digitalen Welt, zuerst in Tablet-PCs, aber durchaus im zweiten Schritt in Teilen auch in Online-Bereichen. Da gibt es ja durchaus mutige Verleger, die immer wieder voranmarschieren und sich auch gerne dem Gespött der Branche aussetzen. Mir wäre es lieber, die Verlage, da meine ich jetzt gar nicht Axel Springer alleine, Murdoch und andere, die auch immer wieder versuchen, dort zurück auf beide Beine zu kommen. Und wir wollen jetzt bis auf weiteres auch nicht auf Werbung verzichten werden. Wir glauben nur, dass der Werbekontakt dort viel effizienter ist, auch im Digitalen, wo der Konsument dafür bezahlt. Also für die Marke und die Inhalte. Und das ist für uns unsere große gemeinsame Herausforderung. Wenn uns das gelingt, dann ist mir nicht bange. Und ob das dann 230 Millionen oder 2 Milliarden in 5 Jahren sind, ist mir heute völlig egal. Heute fangen wir an, die Weichen zu stellen. Der Zug fährt langsam in diese Richtung, mit ein bisschen Gelassenheit, aber er fährt in diese Richtung. Und da müssen wir mit steuern. Ganz kurz, es wird sicherlich einige inhaltlich getriebene Websites geben, die vom Markt verschwinden, weil sie so, wie sie da sind, nicht zu finanzieren sind. Das wird es geben. Ja. Bei mir werden, das ist nicht nur eine Etatplanung, sondern das kann ich heute schon ziemlich sicher sagen, mindestens 4 weitere Websites im Jahr 2011 schwarze Zahlen schreiben. Auch das gibt es. Also werbefinanziert als journalistisch inhaltlich getriebene Website funktioniert. Ja, das ist keine Bonanza, das stimmt. Und unsere alten Erwartungen, dass wir mit Sensationsgeschäften machen würden, sind vielleicht nicht eingetreten. Aber es geht sehr wohl. Es kommt halt auf die nächste. Wollt ihr noch einen Schlussapplaus? Ja. Ich finde, dass ihr das toll gemacht habt, weil das wir uns 3 Jahre auf die Bühne gekriegt haben. Heute und das Gefühl haben, dass Zeitschriften einfach ein unglaublich faszinierendes, aufregendes Medium sind, dann habe ich meine Botschaft auch rübergebracht. Vielen Dank. Wunderbar, Applaus für die Frage.